Hallo und willkommen bei den Spiele-Dinos, Angelo hier. Heute möchte ich euch Oaxaca vorstellen. Bei Oaxaca geht es darum, dass wir Handwerksfamilien sind in der gleichnamigen Stadt in Mexiko und versuchen, unsere Handwerksarbeiten an Touristen zu verkaufen. Das Ganze war ein Kickstarter aus 2017, ist jetzt erschienen. Das Spiel ist bei Undyne Studios erschienen. Die Autoren sind Sarah und Will Reed. Das Spiel ist für 1 bis 4 Personen und die Mechanik ist ein Engine Building. Die Spielzeit ist relativ kurz, ist hier mit 40 Minuten angegeben. Ich denke, zu viert kommt es hin. Ich denke, so 10, 12 Minuten pro Spieler kann man sagen. Und wir werden euch jetzt in dem kleinen Let's Play so ein bisschen die Regeln erklären, können mal die Mechanik sehen, den Spielablauf. Wir werden also ein komplettes Spiel spielen. Wie gesagt, geht nicht allzu lang. Wir spielen das Ganze ohne die kleine Erweiterung. Auf die Erweiterung gehe ich jetzt nicht groß ein und den Solo-Modus erklären wir auch nicht. Wir spielen ein 2-Personen-Spiel und dann habt ihr so einen kleinen Überblick über das Ganze, ja? So, ich habe jetzt mal alles mit Benny zusammen für ein 2-Spieler-Spiel aufgebaut. Wir haben einmal hier die Ressourcenkarten, dann einmal die Touristenkarten, die Melli jetzt bitte noch für die 3 Runden vorbereitet. Die Karten sind in 5 verschiedene Gruppen unterteilt. Dann haben wir einmal Pottery, dann haben wir Jewelry, das ist Woodcraft Carvings, also Holzschnitzereien. Das sind die Textilkarten und das ist die Tin Art. Maddie baut hier gerade die Touristenkarten auf. Die geben gleich an, in welcher Runde wir sind. Und zwar losen wir jetzt noch schnell den Startspieler aus. Dafür haben wir hier eine lustige App. Schauen wir mal, wer Startspieler wird. Yay, Startspieler. Wie gesagt, das Spiel läuft über 3 Runden und wird in folgenden Phasen gespielt. Zuerst rollen wir oder würfeln wir am Anfang unserer Phase unsere Würfel und legen diese in die Daylight Box. Wir haben jetzt noch die Möglichkeit, die Würfel einmal oder alle Würfel, die wir nicht wollen, einmal nachzuwürfeln. Die Sterne sind quasi wie Joker. Die kann ich als jedes Symbol benutzen, sind aber ein bisschen schwächer wie einzelne Würfel. Da gehe ich nachher nochmal drauf ein. Also die 3 finde ich ganz cool. Mit der Auswahl muss ich jetzt leben. In meinem Zug, nachdem ich die Würfel gewürfelt habe, muss ich immer einen Würfel benutzen, um eine Aktion auszuführen. Ich kann entweder ein Symbol in die Nightbox legen, um dann vom entsprechenden Stapel mir 2 Karten zu ziehen. Ich schaue sie mir an, lege eine, die ich möchte, in meinen Workshop. Die 3 gibt an, wie viele Cubes draufkommen. Die gilt es dann nachher im Workshop abzuarbeiten mit Aktionen, das erkläre ich dann auch gleich. Und am Ende sind das auch die Siegpunkte. Die Karte, die ich nicht will, darf ich entweder oben auf den Stapel oder ich lege sie unten unter das Kartendeck. Dann käme die nächste Phase. Ich dürfte in meinem Market Store Karten, die ich produziert habe, also jede Karte, die ich hier gebaut habe, wandert hier rüber und gibt mir irgendwelche Bonusse, Boni. Als weitere Möglichkeit habe ich noch 2 Würfel abzugeben und mir dadurch einen Würfel meiner Wahl zu generieren. Sprich, ich bräuchte jetzt so ein Wollsymbol, kann ich die beiden Würfel abgeben. Man kann quasi die Gather-Aktion oder die Craft-Aktion benutzen, um dieses Symbol zu generieren. Dann haben wir noch die Touristenkarten. Die kann ich irgendwann in meinem Zug einmal benutzen und darf den entsprechenden Bonus benutzen. Dafür lege ich mein Meeple auf die Karte oder neben die Karte, um anzuzeigen, dass ich die Aktion schon mal genutzt habe. Dann würde ich jetzt noch einmal alles resetten und dann würden wir euch ein schnelles Demo-Spiel machen. Das Spiel selber geht, wie gesagt, nur über 3 Runden und ist relativ schnell durchgespielt. Ich muss nochmal wieder mischen. Wie gesagt, am Anfang würfelt jeder seine Würfel. Ihr könnt sehen, Melli hat schon gewürfelt. Ich würde das hier behalten, die beiden, die würfel ich nach. Ich bin Startspieler und dann fange ich mal an, quasi einen Würfel auszugeben. Ich mache die Gather-Aktion und darf mir jetzt 2 vom Jewelry-Deck nehmen. Eine Karte behalte ich, lege ich in meinen Workshop maximal 3 Karten.
Die andere lege ich jetzt drauf. Ich hätte sie auch drunter legen können. Das war meine erste Aktion. Ich nehme mit meiner ersten Aktion mir hier aus der Wolle-Produktion 2 Karten. Und das, was aussieht wie Meerschweinchen? Nein, für mich sieht es aus wie ein Schafspopo. Schafspopo. Ich benutze die Karte und was Angelo vergessen hat, er muss noch 5 oh ja, Cubes richtig. Auf seine Karte geben. Ich bekomme nur 3. Wie viele Arbeitsschritte ich benötige, um diese Karte zu erfüllen. Das Symbol hier oben, also das mit der Spirale, gibt jetzt an, wie viele Würfel oder andere Aktionen ich einsetzen müsste, um diese Cubes zu entfernen. Das würde ich jetzt auch einfach mal machen. Ich gebe jetzt diesen Würfel aus und nutze jetzt noch bis zu 2 Karten aus dem Market Stall. Da ich nur eine habe, benutze ich die noch mit. Ich habe dieses Symbol und den Stern, der quasi wie ein Joker ist. Also habe ich 2 Aktionen, darf ich 2 Cubes entfernen. Das gleiche werde ich auch machen, mache das aber ein bisschen schlauer. Ich benutze meinen Stern. Und schlauer als ich? Ja, okay. Richtig. Weil mit meinem Stern, das ist ja wie gesagt ein Joker, das heißt, da kann ich entweder einen einzelnen Cube von der Karte entfernen oder mir eben nur eine Karte hier ziehen, egal welche. Ich nehme mir einfach nochmal so eine. Genau, das war das, was ich gemeint habe. Man kann die Sterne auch benutzen wie Würfel. Aber sie sind nicht so stark. Also wenn ich jetzt, oder hätte Maddie hier von der Woll-Ressource was nehmen wollen mit einem Würfel, also jetzt den entsprechenden Würfel ausgeben, hätte sie 2 Karten nehmen dürfen und eine aussuchen. Mit dem Stern darf sie eben nur eine Karte nehmen. So. Und da man ja immer bei seinem Zug einen Würfel einsetzen muss, werde ich das jetzt einfach mal tun. Setze eben diesen Wollbobbel ein und entferne jetzt eben von beiden Karten ein Cube. Genau, also ihr dürft beide ja dieses Symbol genau hier drauf haben. Okay. Das war mein Zug. Dann würde ich jetzt auch nochmal einen Würfel ausgeben, um mir hier diese Schnitzereien anzugucken. Und dann würde ich das nehmen, weil wenn ich diese Karte gebaut habe, kann ich quasi immer als Aktion einmal pro Runde mir einen beliebigen Würfel generieren. Okay? Mhm. Ja, ich nehme mir doch... Ach, das hat jetzt nicht aufgepasst. Ja, ich auch egal nicht. Deswegen ja werde ich jetzt hier einfach noch eine Karte nehmen. Für eine Karte habe ich in meinem Workshop noch Platz. Ich habe wieder die Würfel vergessen. Okay. Nehme ich mir einfach hier 2 Karten. Und nehme einfach die. Okay. Die andere schiebe ich mal drunter. Nehme hier auch 3 Würfelchen und lege sie drauf. Okay, dann würde ich diesen Würfel benutzen und meinen Meeple hier draufsetzen. Das heißt, diese Aktion wird doppelt gemacht. Dann würde ich hier 2 entfernen. Was ich noch nicht erzählt habe, wenn ich jetzt so wie hier einen Würfel habe, mit dem ich nichts anfangen kann oder will, kann ich den auch hier in die Early Morning Box stellen und ich dürfte ihn jetzt auf eine beliebige Seite drehen für die nächste Runde. Also ich speichere mir quasi einen Würfel für die nächste Runde. Das würde ich jetzt auch machen. Würde ich quasi. Ich bin aber nicht dran, deswegen macht erstmal Melli ihren Zug. Genau. Ja. Ich mache doch tatsächlich auch das, dass ich hier hingehe mit meinem Meeple und benutze den Würfel gleich 2-mal, weil ich es vorher leicht verschlafen habe und mache hier 2 Würfel weg. So. Okay, das war dieses Symbol. Da ich den nicht nutzen kann, drehe ich ihn jetzt gleich auf diese Seite, dass ich morgen ganz früh gleich diesen Würfel entfernen kann. Das wäre mein Zug gewesen. Ich werde das gleiche machen. Ich drehe den hier auf das volle Symbol und speichere ihn ab. Okay. Gut. Jetzt wird quasi alles resettet. Genau, unsere Meeple kommen wieder zurück. Genau. Die übrigen Würfel. Maddie kriegt den Startspielermarker. Die übrigen Würfel werden gerollt. Würfel. Na gut, richtig. Die würde ich alle nochmal neu machen. Okay, schon ein bisschen besser. Wir halten mal die. Die Karte ist wieder frei zum Benutzen. Die 2 und die. Den hier, was haben wir denn hier als nächstes?
Also hier dürfen wir einen Würfel in irgendein beliebiges, also ein beliebiges Würfelresultat drehen. Und hier dürften wir so viele Würfel rerollen von den unbenutzten, wie wir wollen. Okay, ja. Da ich das habe, würde ich doch sagen, würfle ich den einfach auch nochmal neu. Hat sich jetzt nicht gelohnt. Gut. Okay. Der kommt hier hoch in meine Daylight-Box. Und ich fange doch einfach mal an. Und die wird auch resettet. Das heißt, ich fange an einfach mit meinem Wolle-Symbol. Noch in beiden einen Würfel weg und möchte sofort noch meine Karte einsetzen. Das heißt, ich entferne einfach von dieser Karte den Würfel und die ist jetzt sozusagen fertiggestellt, kommt von meinem Workshop in den Market Stall Bereich. Ab sofort kann ich hier eben, wenn ich die aktiviere, einmal pro Runde natürlich nur, kann ich mir hier ein beliebiges Symbol raussuchen. Okay. Ich würde diesen Würfel jetzt benutzen, um den letzten zu entfernen. Dann habe ich quasi die gleiche Karte. Ich habe jetzt quasi wie ein Symbol extra. Okay. Das war's. Ja. Gut. Ja. Ich schau mal, was es da noch so gibt. Setz diesen Würfel ein, hol mir nochmals zwei neue Karten. Die ist doch nicht schlecht, dann benutze ich die. Die lege ich mal oben drauf. Vier Würfel drauf und du bist dran. Ja, was ich noch nicht gesagt habe, es gibt so eine kleine Übersicht. Und zwar, jede Ressource repräsentiert im Spiel so eine gewisse Fähigkeit. Also hier die Juwelen oder der Schmuck ist eher dafür da, um Extrapunkte zu generieren. Also da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man eine Karte hat, die Extrapunkte macht, recht groß. Bei Pottery kann man irgendwie seinen Workshop ein bisschen verbessern. Unsere Schafspopo-Karten, die sind eigentlich eher dafür da, um Boni zu generieren. Also sprich eher sowas wie hier, wo man mehrere Würfel... Sieht man das eigentlich? Ich lege die mal dahin, dass man es ein bisschen besser sieht. Um Boni zu generieren. Die Tin Art ist eher, um die Würfel zu verändern, also Dice Manipulation. Und die Holzschnitzereien sind für Spielerinteraktion. Also es gibt auch Karten, die ein bisschen gemein sind. Also ich durfte dann. Also es gibt Karten, wo ich dann neue Cubes in den Workshop legen darf, um quasi die Produktion ein bisschen zu entschleunigen. Okay, ich bin dran. Als erstes würde ich ein Meeple da setzen, um den Würfel auf das zu drehen. Dann benutze ich diesen Würfel, um mir da noch mal zwei Karten zu holen. Und ich habe da wieder die hier nehmen und die oben drauf legen. Die Cubes wieder vergessen. Ich würde diese Karte hier nutzen und zwar für Tin Art. Das heißt, ich darf jetzt hier jeweils einen Cube entfernen von der Karte. Die Karte ist sofort freigeschalten und kommt hier rüber. Mhm. Und dann muss ich noch einen Würfel einsetzen. Ich weiß schon, warum ich so Engine-Building-Spiele nicht so mag. Alle Büschen. Also mögen tue ich schon, aber gut bin ich einfach nicht drin. So liegt halt jedem das ein oder andere. Ja. Dafür bin ich total grottig in Azul. Aber ich mag es trotzdem. Ja. Dann mache ich doch... Das bringt mir eigentlich auch alles nicht so viel. Dann benutze ich doch einfach mal diesen Würfel und hol mir hier eine Karte. Ich möchte mal ein bisschen mehr Bonuspunkte hier generieren.
Bringt mir jetzt nicht viel, dann nehme ich eben die. Die packe ich mit oben drauf. Das wird aber ganz schön schwierig. Okay. Yep. Und da benutze ich hier nochmal so einen Schmuckwürfel, um einen Cube zu entfernen. Und dann würde ich beide Karten benutzen, quasi um hier die anderen beiden Würfel auch wegzumachen. Und habe die Karte hier gebaut, den Schmuck hergestellt. Also ihr seht schon, man muss immer so ein bisschen gucken, wann setze ich den Würfel wie ein, um möglichst mit meinen 5 Aktionen, die ich ja nur habe, möglichst viel abzuräumen und quasi die Engine am Laufen zu halten. Was ich nicht so gut kann eigentlich in der Regel. Wobei jetzt sieht es gar nicht so schlecht aus. Noch. Vielleicht, also wir haben das Spiel jetzt, ist das das 5. Mal und ich habe es bis jetzt noch nicht gewonnen. Schauen wir mal. Vielleicht ist ja heute. Ja, eventuell. Vielleicht müssen wir heute gewinnen, weil wir live auf Kamera. Klar. Okay. Ich benutze zuerst mal diese Karte. Mache hier einen Würfel weg. Dann benutze ich doch einfach diesen Würfel und mache hier noch. Miepel, gell? Denk dran. Ja, aber das ist irgendwie nicht so attraktiv, finde ich gerade. Okay. Ich habe den Würfel noch benutzt und habe nochmal einen Cube weggemacht. Okay. Du bist dran. Dann würde ich diesen Würfel einsetzen und die Karte benutzen, um hier 2 wegzumachen. Ja. Das geht nicht. Nein, es tut mir leid, aber da ist kein so ein Jewelry Bonus drauf. Was ist denn das? Okay, alles zurück. Ach, die sind auch noch unterschiedlich. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja. Oh, okay, Kommando zurück. Da ist gar keins drauf. Nein. Das ist schon nicht so wie geplant. Okay, dann mache ich. Gebe ich den Würfel aus. Ich dürfte den Würfel ausgeben und das drehen, um einen Cube wegzumachen. Auf was möchtest du denn drehen? Nee, nicht drehen. Also ich gebe einfach 2 Würfel aus und das erzeugt mir, was ich will. Ich gebe einen Würfel plus ein Kartensymbol, dann ist das, was ich will. Richtig, ja. Darf ich das machen? Dann drehe ich genau, das darf man auch. Gebe den Würfel dazu aus und erzeuge jetzt quasi einen zumindest. Genau, und musst nicht. Dann. Nee, einen Würfel hast du ausgegeben, genau. Ja. Da denke ich nie dran. Ja, also kannst du quasi, du musst ja nicht unbedingt 2 Würfel. Das ist hier Pairen oder Twinnen. Ich weiß nicht mehr genau, wie es hier heißt. Du kannst auch einen Würfel plus so eine Karte, aber das ist eigentlich nur eine Notlösung. Ja. Ideal ist es ja so nicht. Blöd, aber bringt mir dann erst nachher was. Dann gebe ich den hier aus, um hier den letzten zu entfernen. Sehr wahrscheinlich schon so viele Karten wie denn dein Workshop. Ja. Fleißiges Hähnchen. So. Ja. Okay, das probiere ich jetzt auch. Ich gebe den aus und ziehe hier nochmal 2. Ich weiß auch nicht, wie ich jetzt in einer Runde noch so viele Cubes hier entfernen soll, aber probieren wir es. Okay, dann war's jetzt. Ich bin durch, ja. Ich habe jetzt einfach meinen Tourismusbonus nicht genutzt, weil irgendwie hat mich das gar nicht gereizt. Hätte mich auch nicht vorgebracht. Okay, passt. Meiner kommt wieder zurück. Das sind übrigens doppelseitig. Ja. Es gibt hier so diese mexikanischen Totenmännchen drauf, diese Skelett. Ich weiß jetzt nicht, wie sie heißen. Die gibt es als Männchen und als Weibchen. Ja. So, du bist wieder Startspieler. Okay, letzte Runde. Das rückt vor und es ist die letzte Alle Runde. Alle Karten sind wieder resettet. Jawohl. Okay, dann hoffentlich. Ach, okay. Der ist schon mal sehr gut. Die würde ich nachwürfeln. Okay, schauen wir mal. Das bringt der neue Touristenbonus ist: You're a new tourist, it must be used before the end of this round. Okay. The action draw 2. Plus, also könnte man 4 Karten ziehen, wenn man hier sich einen neuen, also die Gather Phase benutzt, um Karten zu ziehen. Ups. Aber trotzdem nur eine gehalten. Okay. Dann
würde ich. Irgendjemand hat laut Musik draußen an. Dann würde ich diesen Stern ausgeben und diese beiden Karten aktivieren, um alle drei Cubes hiervon zu entfernen. Das ist jetzt zwar nur eine Karte, die mir einfach nur Siegpunkte am Ende bringt. Mal gucken. Okay. Ich setze. Ich habe das gar nicht damals, Entschuldigung, mitgekriegt, dass als der Kickstarter draußen war. Ja, also ich spiele sehr viel, aber die Spielebeschaffung, das liegt eigentlich mehr oder weniger in deinem Bereich. Ja. Ich kaufe dann nur die Spiele, wo mir gefallen, die werden dann direkt eigentlich nach dem Spielen mit Freunden irgendwie bestellt und fertig. Wir sind hier, ja. Okay, ja. Alles klar. Ja, hier, aber ja. Wegen der Schrift habe ich es so gelassen. Ich benutze doch tatsächlich diese Karte zuerst. Ich darf irgendeine einen Touristenbonus nutzen. Dann möchte ich doch das hier benutzen. Das heißt, der hier zählt doppelt. Schwuppdiwupp. Karte ist erfüllt. Und ich kann noch mehr tun. Hast du schon eine Aktion? Nee. Achso, nee. Ich habe meinen Würfel eingesetzt. Okay. Bei mir wird es ein bisschen tricky, aber ich würde wieder diesen Würfel plus diese Karte einsetzen, um hier einen wegzunehmen. Ich würde doch Schmuck. Wir haben jede nicht genutzte Karte, also dürfen hier maximal drei liegen, ist am Spielende noch ein Siegpunkt wert. Also wenn man hier noch auf drei auffüllt, hat man nochmal drei Siegpunkte. Das hätte ich meinen Plan verraten. Was? Nein, habe ich nicht. Also ich probiere es. Ja, ich bekomme das bestimmt hin. Ich ziehe mir einfach jetzt noch mal eine Schmuckkarte. Die bringt mir heute absolut nichts. Dann nehme ich doch die und lege die wieder oben drauf. Ich mache hier drei drauf. Gut. Ich würde jetzt den ausgeben, um den hier wegzumachen, um ein paar Siegpunkte zu holen. Dann würde ich noch mein Meeple einsetzen. Ne, mach ich noch nicht. Ne. Oder doch? Ne. Gut, da du das noch nicht machst. Also es können aber hier auch beliebig viele Spieler draufgehen, also ja. Mit bis zu vier Spielern spielen, könnte auch jeder die gleiche Karte oder den gleichen Touristen. Ich benutze mal die hier, ziehe einfach die oberste von den weggelegten und das ist eben für mich jetzt eine eigene Karte. Ich lege sie mal hier hin, das heißt, ich habe jetzt dieses Symbol einfach noch separat und ich muss es halt vor Rundenende benutzen. Das ist eigentlich sozusagen wie ein zusätzlicher Würfel. Gut, vielleicht habe ich ja jetzt meinen Plan verraten. Ich dürfte. Nee, das bringt mir drauf. Ich habe trotzdem nur eine behalten. Ich würde auch das machen und mir so eine Touristenkarte nehmen. Hier, wenn wir schon Handwerker sind in Mexiko, die Sachen an Touristen verkaufen wollen. Ich habe keinen Bonus in meinem Workshop. Okay, bringt mir vielleicht nachher noch was. Okay. Oh, im Workshop. Der ist leider leer. Ach, mal gucken. Wäre schön für mich. Gut, dann benutze ich doch jetzt einfach diese Karte mit dem Symbol. Das heißt, ich mache hier zwei Würfel weg und möchte noch diese zusätzlich nutzen. Um den Würfel zu entfernen und dann gebe ich noch den Würfel aus, weil ich hatte ja noch keinen Würfel dafür. Man muss ja immer einen Würfel in der Runde benutzen oder
in meinem Zug. So. Und schwuppdiwupp habe ich noch eine Karte freigeschalten. Okay. Ja, gut, es läuft schon wieder bei mir. Okay, ich muss jetzt einfach gucken, dass ich noch hier Punkte durch die Karten bekomme und vielleicht einen coolen Bonus habe, um diese Karte zu benutzen. Oh, die super starke Karte. Also hier dürfte ich jedes Mal am Beginn meines Zuges, also für jeden Würfel, ein Cube von einer Workshop-Karte entfernen. Die bringt mir jetzt nichts mehr. Deswegen lege ich mal die aus. Da dürfte ich zumindest noch einmal so eine Gather-Aktion mitmachen. Okay. Da kann ich nichts mehr machen. Nee. So, jetzt muss ich mal schauen, was ich alles noch hier habe. Das wird jetzt knifflig, ob ich das noch schaffe. Ich benutze jetzt diesen Stern, um hier ein Cube wegzumachen. Dann benutze ich noch diese Karte, um nochmal einen Cube wegzumachen. So. Und benutze dann noch dieses zwei Symbole, das heißt das Symbol und ein Würfel für dieses Zeichen, um nochmal einen wegzumachen. Mhm. Das war's von mir. Okay. Ich muss ja jetzt quasi meine Aktion machen, bevor ich den Würfel ausgebe, weil danach darf ich keine Kartenaktionen machen. Okay. At any point, also ja. Irgendwann während deinem Zugs. Ja, genau. Also wenn ich gebe jetzt den Würfel aus, um mir einfach eine Karte zu nehmen, weil die mir einfach einen Siegpunkt bringen. Ist auch eine Taktik. Dann benutze ich jetzt diese Karte, um quasi ein Symbol zu benutzen. Ich darf wieder zwei Karten ziehen. Es ist eigentlich völlig egal, welche ich ziehe. Einfach die, weil es halt ein Siegpunkt ist. Ja, das war mein Zug. Cool. Ich benutze jetzt einfach dieses Symbol und diesen Würfel, um nochmals eben dieses Symbol zu generieren, mach den letzten Cube weg und schwuppdiwupp sind 8 Punkte aus meinem Workshop in den Market Store geschoben worden. Okay, du bist durch? Ich bin durch. Okay. Du bist durch. Können wir jetzt hier quasi ein letztes Mal resetten? Oder auch nicht. Und es werden die Punkte gezählt. Also, die hier, unsere Startkarte, ist 0 Punkte wert, die wird nicht mitgezählt. Die Karten sind ja weg. Genau. Bringen ja auch nichts mehr. Dann habe ich 3, 6, 9, 10, 15, 16, 17 Punkte. Okay. 18, sorry. Und die 18. Hier hast du auch 18. Ah, 18, 19, 20, 21. Jetzt weiß ich, warum ich mal verliere. Nein. 21? Nein. Ich muss mal zusammenzählen. Ich habe 7 und 7 gibt 14 und 3 sind 17 plus 3 sind 20 plus 5 sind 25. 25? 25. Gut, du warst heute mal knapp 21. Wow, heute war es echt knapp. Hab wieder nicht gewonnen. Ich weiß auch nicht, was ich falsch mache. Ja. Gut, Glückwunsch. Danke, danke. Das ist halt, ich bin eine Frau und Frauen können einfach absolut besser hier handarbeiten und solche Sachen. Ne? Ich glaube auch. Das liegt einfach uns Frauen wohl. Ja. Also ich habe gesehen, es ist von der Spielzeit eher so als Absacker, auch was jetzt den Anspruch angeht, ist eher so ein schöner, netter Absacker. Ja, oder abends einfach, wenn man von der Arbeit heimkommt, eigentlich ist man zu platt und möchte doch nochmal was spielen. Finde ich das super toll. Man kann doch irgendwie abschalten, sich hier ein bisschen in die Welt reinversetzen und ist danach irgendwie ein bisschen relaxter und hat doch noch was gespielt. Also ich mag es wirklich. Okay, ich mag es auch, aber gerade aus dem Grund, weil es einfach schnell gespielt ist. Und ich mag es trotz dessen, dass ich immer verliere. Das ist also ich, und generell, das Spiel hat eine richtig tolle Qualität. Also ja.
was in dieser kleinen Box drin ist, sind wirklich jetzt für vier Spieler, viermal die Würfel, diese Holz-Startspieler, die Karten sind extrem gut für einen Kickstarter. Gut, die Tableaus sind halt Papptableaus, aber die sind jetzt bei Terraforming Mars jetzt auch nicht besser. Qualitativ finde ich schöner. Was wir jetzt mal wieder vergessen haben, muss ich kurz erwähnen. Oh ja, richtig. Man kann das natürlich umdrehen und setzt dann eigentlich hier sein Miepel und muss nicht umständlich im Kopf ausrechnen. Aber also auch rechnen muss ich immer noch, aber die Anzeige ist... Ja, aber ich kann dann natürlich Karte für Karte hier mit meinem Miepel vorlaufen und wäre jetzt bei 25 gelandet. Richtig. Ja, das vergessen wir regelmäßig. Ja, das haben wir bis jetzt in allen Spielen vergessen. Ja, vielleicht kriegt man es irgendwann noch hin. Ja, bestimmt. Also es wird bestimmt nicht das letzte Mal heute auf dem Tisch gewesen sein. Ich denke, ihr habt einen Eindruck bekommen, wie der Ablauf ist und ob das dann vielleicht doch was für euch ist. Und es steckt mehr Taktik dahinter, als man denkt. Ja, auf jeden Fall. Es ist wirklich ein bisschen tricky, immer mit dem, benutze ich jetzt schon die Würfel, also ich muss ja immer einen Würfel ausgeben, mache ich jetzt zwei oder kann ich mir sofort noch eine Aktion in den Market Store, heißt es, geben, um dann halt gleich nachher noch eine Aktion mehr zu haben. Das ist schon so ein bisschen tricky. Also dann. Gut. Bis bald dann. Alles klar. Also, das war's von uns. Ciao.